Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Monatstipp. Im heutigen Tipp befassen wir uns mit den Fensteröffnungen. Ich habe hier einen kleinen Parcours vorbereitet mit den gängigsten Wandsystemen. Hier eine ganz einfache Außenwärmedämmung. Hier eine Außenwärmedämmung mit einem Kunststeingewände. Dann hier nochmals eine hinterlüftete Fassade. Zum Schluss noch ein Zweischalenmauerwerk mit Sichtklinker. Falls ihr mit der Swiss Edition oder mit dem Planungspaket arbeitet, steht euch bereits schon eine Palette an verschiedenen Fenstertypen zur Verfügung. Wenn ihr aber mal von Grund auf so ein Fenster modellieren möchtet, dann beginnt hier als erstes mit der Wandöffnung. Bevor ihr die Wand das erste Mal absetzt, würde ich hier mal bei den Eigenschaften mal mir einen Überblick verschaffen, was ist bereits schon eingestellt. Ihr seht, ich habe hier verschiedene Öffnungsformen oder könnte auch eigene Öffnungsformen kreieren. Heute geht es aber nur mal hauptsächlich um den Anschlag, und da haben wir momentan noch nichts zur Verfügung, da das Fenster bzw. die Öffnung weiß noch gar nicht, was die Öffnung erwartet, wie viele Schichten hat meine Wand, wie groß ist meine Wand etc. Daher muss ich zuerst mal mein Fenster absetzen. Dazu habt ihr hier auch die Möglichkeit, den Absetzpunkt zu wechseln, von links nach rechts oder umgekehrt. Und dann achtet genau, wie ich es hier absetze. Das ist nämlich entscheidend, dass das U immer nach innen schaut und eigentlich der Bauch hier an der Außenkante liegt. Mit dem nächsten Klick erhalte ich hier so einen Hilfsbezugspunkt. Den kann ich auch woanders hinsetzen, und das ist dann sozusagen mein Bezugspunkt. Ihr seht, hier oben wechselt mit jedem Klick die Einstellung mit dem Abstand, hier natürlich Abstand 0, hier Abstand 40. Somit kann ich von hier ausgehen und einen fixen Wert, zum Beispiel von 70 cm, eingeben. Mit dem nächsten Befehl entscheide ich, wie breit meine Öffnung ist, und die 1,60 sind okay, die kann ich bestätigen, nochmals mit Enter. Nun hat es mir die letzten Einstellungen von den Öffnungen gemerkt, und ihr seht, es hängt bereits an meiner Öffnung ein Fenster Smart Part, ein Fensterbank, und hier seht ihr, die Öffnung ist noch nicht eingestellt, also die Dämmung geht hier noch nicht in die Leibung. Der nächste Schritt wäre jetzt, nachdem ich das Fenster so abgesetzt habe, dass ich hier nochmals mit Doppelklick links in die Fensteröffnung gehe. Und ihr seht, jetzt springt er mir automatisch hier auf den Anschlag, weil ich hier noch nichts bestimmen habe. Ich brauche hier ein Leibungselement. Definiert, wo genau mein Fenster liegt. Und ich habe dann hier die Fenstertiefe, die ich eingeben kann, also die ganze Rahmendicke. Und natürlich hier in der Legende steht zum Beispiel hier von Leibung innen, habe ich hier, wenn ich die 17,5 eingebe, ist natürlich mein Fensterrahmen außenkant bündig. Und ich habe eine einfache Außenwärmedämmung und möchte, dass meine Dämmung 9 cm in die Leibung springt, und das ziehe ich hier rundherum und habe hier im Sturzbereich sogar noch 23 cm. Und mit einer Bestätigung erstellt er mir hier jetzt so schön einen Vollsturz zum Beispiel. Bei der nächsten Fensteröffnung, was ja auch eine Außenwärmedämmung ist, mit einem Kunststeingewände, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Und zwar habe ich hier dem Außenputz eine eigene Schicht zugeteilt. So kann ich dem nämlich eine eigene Textur zuweisen. Und das hat aber einen Einfluss auf die Fensteröffnung, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich gehe hier wieder mit der Fensteröffnung, beginne mit einem Linksklick, habe hier meinen Referenzpunkt vom Vorgehen, wieder dasselbe Prozedere.
Ich habe dann aber hier bereits schon eine Änderung in der Wandschicht. Somit stimmt meine Lage nicht mehr von meinem Fenster. Und das ist jetzt eben das Laibungselement. Ihr seht das hier blau gestrichelt, also strichpunktiert. Ich kann hier wieder in die Fensteröffnung. Es springt mir wieder automatisch auf zum Anschlag und hier das Laibungselement korrigiere ich hier wieder auf die 17,5, dass es mir hier wieder außenkantbündig liegt. Und nun gehe ich nicht mehr über diese Funktion. Übrigens, das ist die identische Funktion wie im ersten Schritt. Weil ich ja jetzt drei Schichten habe, kann ich nicht mehr nur der äußersten Schicht sagen, wie viel es in die Laibung geht. Dazu brauche ich diese Funktion. Mit einem Linksklick geht hier diese Tabelle auf und da kann ich nämlich jede einzelne Schicht selber angehen, einzeln, und dann hier einen Wert setzen. Im ersten Feld eingegeben, überträgt es sich auf die anderen vier. Hier zum Beispiel im unteren Bereich möchte ich zum Beispiel 0 haben. Also ich kann unabhängig voneinander die Werte anpassen. Ich bestätige das. Und ihr seht, die Dämmung geht mir jetzt nur den 1 cm in die Laibung. Warum nur 1 cm? Das hat damit zu tun, ich habe jetzt hier einen Rahmenanteil von 10 cm, möchte noch 1 cm vom Rahmen im Licht stehen lassen, weil mein Gewände, mein Element, das ich hier mit der Verblendung erstelle, hat nämlich genau die Abmessungen 9 cm und hier kann ich zum Beispiel die Tiefe eingeben von meinem Element. Und ich setze da mal einfach 25 cm und mit dem Bestätigen kann ich jetzt hier in diesem Bereich die Verblendung absetzen. Achtet bitte immer darauf, wo ihr hinklickt. Also wenn ich möchte, dass mein Gewände nach außen geht, dann halbiere ich mir visuell diese Dämmschicht, also hier in diesem Bereich, klicke also in diese Richtung. Und das Gewände wird mir nach außen erzeugt. Wenn ich mache mal kurz rückgängig, wenn ich hier im äußeren Bereich klicke, in der Hälfte dieser Schicht, dann möchte die Verblendung nach innen projiziert werden. Das wäre aber in diesem Fall falsch, weil es verwirft mir jetzt hier die Laibungselemente. Ich mache wieder rückgängig. So, gut. Jetzt habe ich mir zum Beispiel in der Visualisierung mit den Oberflächen bereits hier schon ein Gewände eingestellt. Ich kann am Ende des Vorgangs hier mit der Funktion Verblendung alle Verblendungen in meinem Projekt anwählen und dann einfach hier mit Drag and Drop hier eine Oberfläche zuweisen und somit habe ich auch hier eine schöne Textur erhalten, später dann für die Visualisierung oder Fassaden. Kommen wir zur hinterlüfteten Holzfassade. Hier, so soll das Ergebnis sein, auch hier wieder 1 cm Rahmenlichtanteil. Somit ergibt mir das hier, wenn ich das kurz herausmesse, habe ich also hier die 8 cm, wo die Dämmung und die Hinterlüftung in die Laibung rücken soll. Auch das stelle ich hier wieder nach. Ich wechsle hier wieder in die Öffnungen. So. Und auch hier wieder, ich wähle die Schichten an und ihr seht, in dieser Wandschicht befinden sich 5 unterschiedliche Schichten. Ich fange immer oben an und setze mal überall die minus 8. So. 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 Dann hier nicht vergessen, ich muss die Laibung wieder anpassen.
Hier sehe ich, die Schicht vom Mauerwerk ist hier 15 cm. Auch hier gebe ich wieder die 15 cm ein, bestätige das. Und nun kann ich auch nochmals hier bestimmen, wo mein Fenster liegen soll. Das sieht schon mal gut aus. Und was nun noch fehlt, ist hier das Verblendungselement, das diesmal ein bisschen anders eingestellt werden muss. Ich habe eine vom Rahmen bis Außerkant Fassade sind es 26 cm und die Materialstärke ist hier 2 cm. Ich bestätige das. Auch hier wieder aufpassen. Ich klicke visuell, halbiere ich mir diese Wandschicht und klicke im äußeren Bereich, sodass es die Verblendung nach innen projiziert. Et voilà, und schon ist die hinterlüftete Fassade angepasst. Das heißt, ich bin natürlich hier jetzt von einem anderen Rahmenanteil ausgegangen und könnte jetzt hier das Fenster Smart Part noch öffnen. Und dann im oberen Bereich wähle ich hier den Rahmen an und setze hier auch auf 10 cm Rahmenanteil. Bestätige das, indem ich das schließe und dann stimmt es mir auch hier oben wieder. Schauen wir uns noch das Zuschauermauerwerk an. Auch hier habe ich eine mehrschichtige Wand mit 4 Schichten. Auch hier noch eine kleine Toleranzschicht. Und hier eben auch wieder mit Verblendung gearbeitet. Und da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich messe auch hier wieder kurz die Differenz vom rohen. Dahin habe ich zum Beispiel 2,5 cm und der Winkelstein oder Anschlagstein, der ist dann die 7,5 cm. Ich wechsle da nach unten und mache da wieder eine Fensteröffnung. Auch hier wieder, sobald sich die Schichten ändern von der Wandschicht vom ursprünglichen, müsst ihr am Anfang immer zuerst hier wieder den Anschlag einstellen. Einmal hier draufklicken mit links und nun sind das die 2,5. Seht ihr, wenn ich jede Schicht 2,5 cm nach innen rücke, so verspringt hier die Verblendung. Also gehe ich nochmals zurück in die Öffnung und korrigiere das und setze da auch wieder auf 0 zurück. So müsste eigentlich jetzt automatisch wieder die Leibung zurückspringen, weil hier wieder der Platz vorhanden ist. Somit werde ich hier als nächstes das kleine Stück hier füllen. Das ist dann die 13 auf 2,5 und korrigiere mal hier die Werte auf 2,5 und 13. Wenn ich hier in diese Wandschicht klicke, wird die Materialität übernommen. Also ihr seht, dass das automatisch dann auch hier wieder die Dämmung eingepasst wird und diesmal kann ich als nächsten Schritt sind das wieder die 26. Und da die 7,5. So. Et voilà. Und auch hier hat es mir schön das Material nach innen gezogen und das Zweischalenmauerwerk ist erstellt. Wenn ihr mal solche Öffnungen modelliert habt, könnt ihr die auch mit wenigen Klicks abspeichern. Hier als Assistenten, dass ihr die zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder mit verwenden könnt. Wenn ihr jetzt hier das so als Assistenten abgespeichert habt, dann könnt ihr das auch so wieder aus eurem Assistenten übernehmen. Mit Doppelklick rechts kann ich also hier auch die Einstellungen übernehmen und dann am Schluss kann ich hier noch den Fensterbank absetzen und ich habe die Arbeit in Sekunden erledigt.